Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Rose Fröhlich, heute mit dem Thema Verhaltensänderung. Womit starte ich? Also lasst ein Abo da, ihr wisst ja, wie das geht, plus weg, je nachdem, wo ihr mich hier auf den Plattformen seht. Also, was müsst ihr als erstes machen? Womit kann ich starten, wenn ich mein Verhalten ändern will? Ihr müsst also überlegen, wie komme ich von meinem Wunsch tatsächlich zum Ziel, und um am Ziel anzukommen, braucht man drei wichtige Dinge, also drei Tipps dazu. Der erste Tipp ist, dass ihr überlegen müsst, womit ihr überhaupt anfangen wollt. Das heißt, wenn man jetzt ein Ziel hat, ich will gerne abnehmen, dann überlege ich mir nicht 10 Kilo in 5 Jahren, sondern ich sage vielleicht 1 Kilo pro Monat und ich möchte vielleicht mehr Gemüse essen. Also richtig weit runterbrechen, und bei dem Gemüse könnte man sagen, eine Möhre zum Beispiel pro Tag mehr essen. Dann müsst ihr im zweiten Schritt überlegen, was kann dazwischen kommen. Das heißt, was kann dazwischen kommen, dass man in diesem Falle das Gemüse oder die Möhre nicht isst? Da müsst ihr dann überlegen, wie ihr damit umgeht. Und der dritte Schritt wäre, dass ihr gucken müsst, was ihr bei beiden Schritten beachten müsst, um zum Ziel zu kommen. Also, was kann dazwischen kommen? Und eventuell muss man eine neue Schleife drehen, dass man wieder vorne überlegt, so, mit was fange ich an? Also, wenn das mit der Möhre nicht geklappt hat, dann vielleicht überlegen, ob ich mehr Tomaten oder Gurken oder anderes Gemüse esse. Und dann würdet ihr wieder überlegen, was kann dazwischen kommen? Und würdet es am Ende ausprobieren. Das heißt, legt einfach los. Ihr könnt jetzt sofort beginnen, indem ihr diese drei Schritte geht, und bleibt immer positiv. Es ist normal, dass wir nicht im ersten Schritt sofort alles hinbekommen. Also, Step by Step. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Verhaltensänderung. Eure Sandra.